Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist jetzt ein bisschen später heute. Ich fange den Vlog heute um 12:30 an. Heute Vormittag waren wir mit meinem Schnucki spazieren, ganz lange. Das ist ganz lange. Wir sind spät losgegangen. Ich habe erst zur Schule gebracht und habe nochmal kurz was eingekauft. Und dann, bis ich zurück war, alles wieder eingeräumt, sind wir nochmal eine Runde spazieren gewesen. Das waren wieder über 10.000 Schritte. Und gestern habe ich den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag, die Buchhaltung gemacht. Also einfach am PC gesessen, weil es immer teilweise sehr, sehr aufwendig ist oder zeitaufwendig ist. Und das Wetter ist bei uns heute total merkwürdig. Also es ist mal Sonne, mal Regen und es stürmt. Heute Nacht hat es so doll gestürmt. Guck mal, teilweise sind hier solche großen Windböen, ne? Dass mir teilweise hier was vom Kranz da wegfliegt. Aber wie gesagt, es soll nachher ein bisschen besser werden. Mein Schnucki ist so lieb, er hat heute Morgen schon Brot gemacht, also Teig gemacht. Das sind so kleine Cracker, so eine Art Ersatzchips. Auch aus diesem ganzen Mehl. Und hier ist das Brot. Heute gibt es wieder Suppe. Ich habe die gestern nämlich gemacht. Das Brot sieht auch schon mal gut aus. Und heute gibt es wieder Gemüsesuppe. Die muss ich jetzt noch einmal aufwärmen. Genau, da gibt es nämlich zu essen. Ich war heute Morgen, wie gesagt, einkaufen und habe auch Fleisch geholt. Die hatten bei Rewe, was hatten die dann? Ich hatte Hackfleisch geholt, ich hatte Putenschnitzel und Hühnerbeine geholt. Und das würde ich ganz gerne einfach mal einfrieren, also portionsweise, ne? Heute haben wir die Suppe. Ich habe gestern die Suppe gekocht und ich habe mir gedacht, das werde ich jetzt einfach mal einfrieren, weil ich nicht weiß, wann wir das essen wollen. Kühlschrank ist relativ voll. Ich hatte heute Aufschnitt geholt. Was war dann noch? Würstchen. Er liebt ja solche Geflügelwürstchen. Und sonst eigentlich nichts Besonderes. Nö, hier ist auch nichts Besonderes. Guckt mal, das sind die Reste von unseren Keksen. Ich hatte ja einiges, also auch verschenkt. Also Max und Chrissy haben oben welche bekommen. Da wir zum Geburtstag eingeladen waren, auch welche bekommen. Das habe ich jetzt meiner Mama einmal so, ja, zur Seite gestellt, weil ich nämlich übermorgen zu ihr fahre und die ihr hinbringe. Und erst sagt sie schon, wo sind alle unsere Kekse? Aber sonst, wie gesagt, zur Not kann man halt eben nachbacken. Ne? Das Fleisch habe ich jetzt so quasi eingepackt in Gefrierbeutel, und zwar einmal Hackfleisch. Diesen Trick oder beziehungsweise diesen Lifehack sozusagen habe ich bei den Reels gesehen bei Insta, dass man das Hackfleisch einfach so ein bisschen dünner macht und so einfriert, damit er nachher auch ganz schnell auftaut. Ist doch logisch, ne? Dass man nicht so einen Klotz da hat, dass man selber nicht drauf kommt. Putenschnitzel, und hier sind die Hähnchenkeulen, genau, und die gehen jetzt alle ins Gefrierfach. Das ist so unfassbar stürmisch. Bei mir ist schon hier vorne die Deko weggeflogen von der Fensterbank, auch die ganzen Tannenzweige. Oh, bringt aber jetzt nichts, sie alle wieder raufzulegen. Und es ist wieder alles voller Laub am Haus hier lang, ne? Ja, also es ist 12:45. Ich würde sagen, wir holen jetzt einmal zusammen Ash ab. Deswegen geben die immer jetzt zu viel auf. Achso, wir sind jetzt zu Hause schon angekommen, ihr Lieben. Ich habe jetzt Ash abgeholt und irgendwie bin ich total hell, oder? Ich war noch mal ganz kurz bei Lidl, weil ich mir da was holen wollte, womit ich ein Video drehen wollte, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Und bei Teddy war ich noch mal, weil ich da auch noch was... Jetzt habe ich normale Hautfarbe hier. Fast gerade eben so hell. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Ash ist auch da. Ich bin kaputt von der Schule. Er hängt nur noch so in den Seilen, ne? Das ist jetzt zwei. Wir haben ein bisschen länger gebraucht jetzt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal rein und es gibt was zu essen. Adrian wartet bestimmt schon. Bei Lidl wollte ich ganz gerne eigentlich Schminke holen, aber die haben da gar nichts. Null. Ich habe kein Make-up gefunden, keine Wimperntusche. Die haben nur so Tagescreme und irgendwelche Augencreme und sowas, aber nichts anderes. Ich weiß nicht, habt ihr bei Lidl irgendwie sowas? Also bei uns hier habe ich nichts gefunden. Hände gewaschen? Ja. Doch, hat er. Also wir sitzen jetzt, ich stehe, die Männer sitzen. Am Tisch, wir wollen jetzt einmal essen. Mein Schnucki hat ja diese leckeren Dinger hier gebacken. Ash hat sie gleich eingeschnappt. Was ist das dann? Die sind cool. Lecker. Aber ich habe auch ordentlich was dazugelernt. Ja? Wenn man zum Beispiel knusprige Cracker macht und wann man die noch so ein bisschen weich macht und wie das so geht. Guck mal, hier sind mehr. Also wir brauchen kurz mal eine Schokolade. Ja, aber ich finde das schon mal gut. Ja. Muss noch dahinter kommen, wie man die richtige Salzportion da drauf kriegt. Achso, okay. Auf jeden Fall
Für meinen Schnucki und für mich haben wir hier ein bisschen Käse. Und das schmeckt immer sehr gut für unseren Käse in der Suppe. Haben wir jetzt auch Käse? Mhm. Mhm. Das Brot sieht auch sehr gut aus. So, wer will zuerst? Ja, Esch. Keller, bitte zu mir. Oder meinst du, das fliegt von alleine rein? Er hat schon im Auto eine Beefy gegessen, weil wir noch Beefys im Auto hatten und nächster trinken. Tag, ja. Danke. Auch nur einen Löffel? Nee, also noch ein bisschen mehr Brühe. Ja. Danke. Also gestern habe ich diese Suppe hier gekocht mit Hähnchenkeulen. Aber da gehören keine Bohnen rein. Ich kann da du kannst eigentlich reintun, was du möchtest. Das ist du kannst alles reintun in Gemüse. Eine Gemüse-Hühnerbrühensuppe. Genau. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier einmal Mittag essen und wünschen euch auch guten Appetit, falls ihr auch gerade am Tisch sitzt. Aber irgendwie ist meine Kamera so hell. Komisch. Max hat aber gesagt, 0,7 ist in Ordnung. Bis 0,7. Aber wenn Max das sagt. Nein, ich habe mich schon gefragt, weil ich beim Bearbeiten irgendwie ein bisschen. Ja, mich wundere, wie das Bild so ist. Aber na gut, also guten. Wisst ihr was, ich habe jetzt einmal diese Laterne hier mal reingebracht, weil ich Angst habe, dass sie mir da verschimmelt. Das ist ja so eine geflochtene Laterne. Und da packe ich einfach so eine Lichterkette rein. Da muss man nicht großartig eine Kerze reinpacken, finde ich immer ganz praktisch. Er lernt gerade aus dem Wasserkannen. Mein Schnucki nimmt irgendwas auf, glaube ich. Zumindest höre ich da Geräusche, genau. Also auf jeden Fall habe ich dir gedacht, ich stelle das mal nach da. Dann ist sie auch ein bisschen freundlicher. Ja, das wird langsam dunkel und da kann man schon wieder die Lichter anmachen, ne? Das geht ja rucki zucki irgendwie. Wisst ihr was, ich hatte ja vorhin gesagt, ich war kurz bei Lidl und hab da mir so allerdings so eine Lichterkette mitgenommen. Ich zeig gleich mal ganz kurz. So eine Drahtlichterkette, allerdings mit ganz, ganz kleinen Sternchen, weil mir fehlte jetzt für diese Dame zum Beispiel so ein bisschen Beleuchtung. Das sind so ganz, ganz niedliche Sterne. So, guck mal. Und die habe ich gedacht, würde ich ganz gerne hier in diese Tanne einfach mal einarbeiten, weil die auch nicht so lang ist. Da gab es sogar Batterien. Schaut mal. So. Das ist die Pfanne. Das ist die Alarmsystem. Wenn du rauskommst und in dein Zimmer zu gehen, dann kann ich das. Die Männer machen Action da. Also, ich habe hier jetzt die beiden Batterien. Mal gucken. Hoffentlich halten die ein bisschen länger. Jo, das sieht schön aus. Und ich packe auf jeden Fall dieses Fach. Guckt mal, das ist so fett. Ne, doch, seitlich geht's. Also, ich wickel einmal diese wunderschöne, süße Kette einfach mal um das Tannenbäumchen herum. Dann ist es auch schon mal beleuchtet. So. Ich mache gerade das Aufgaben. Heute haben die ein bisschen mehr auf, hat er gesagt. Weil die irgendwie viele Fächer heute hatten, 6 verschiedene. Und dann haben die was aufbekommen, aber er hat ein bisschen Zeit natürlich, ne, um das alles fertig zu machen. Ihr könnt mich gar nicht sehen, ne? Also ich bin eigentlich jetzt hier fertig. Das sieht so schön aus. So. Fertig. Guck mal. Das sieht doch gleich ganz anders aus, ne? Finde ich. So. Viel, viel weihnachtlicher schon. So. Und jetzt geht's für mich einmal. Max hat heute ein Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, bei dem er einmal im Jahr zur Kontrolle immer ist, seit er, ich glaube, er war 7, ne, als operiert wurde am Ohr, meine ich. 6, 7. Und da muss er jetzt ja seitdem einmal im Jahr, vorher war das immer 2-mal im Jahr zur Kontrolle und jetzt einmal im Jahr, weil er halt eben eine OP hatte, habe ich schon mal ein paar Mal erzählt. Und zwar Cholesteatom hieß das, wo teilweise wirklich seine Organe im Ohr rausnehmen oder rausgenommen werden mussten, rausoperiert werden mussten. Das hat ein ganz toller Arzt gemacht in Kiel. Darf leider keine Werbung für ihn machen. Aber er ist wirklich ganz, ganz toll und arbeitet im Städtischen halt. Ne? Operiert dann da die Leute und der ist wirklich super und auch super nett und total kompetent. Also
Und Max muss immer noch einmal im Jahr jetzt halt zur Kontrolle. Und heute ist um 20.05 Uhr der Termin. Wie immer, wie jedes Jahr, habe ich so ein bisschen Angst, weil er auch guckt, ob da irgendwas nachwuchert oder nicht. Also von dieser Haut oder von diesen Bakterien, die halt eben alles so zersetzt haben bei ihm. Ich hoffe immer so sehr, dass da nichts ist, ne? Und ja, mal gucken, was den Herr sagen. Aber immer wieder ist die Angst da und immer wieder kommt alles so hoch, obwohl es schon so, so lange her ist, ne? Er ist jetzt 18. Ich meine, er war 7. Da haben die es bei ihm gemacht. Ich meine, 7. Vor allem, er hatte 2 OPs. Einmal, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später nochmal. Wurde normal aufgemacht und nochmal geguckt, ob das irgendwas nachwuchert oder nicht. Aber ja, also heute fährt er hin. Weiß nicht, ob er alleine fährt oder mit Chrissy. Und dann bin ich gespannt, was der Arzt nachher noch dann sagt. Bis jetzt ist Max jetzt die letzten paar Male immer alleine hingefahren. Ich glaube, das im letzten oder vorletzten Jahr, seitdem er 18 ist, ne? Ja, er ist dieses Jahr 18 geworden. Und letztes Jahr war er schon alleine mit Chrissy und da zur Kontrolle. Und da sah das gut aus. Mal gucken, wie das dieses Jahr ist. Ich hoffe ja so sehr, dass da nichts ist, dass da nichts nachwächst oder so von dieser Haut. Das sind jetzt quasi 11 Jahre. Also 11 Jahre ist die OP jetzt, ja, durch sozusagen. Oder die OP ist vor 11 Jahren gewesen. Mal gucken, aber immer wieder habe ich dann Angst, ne? Ist immer so, meine Mama sagt immer, egal wie alt die Kinder sind, total egal, ob die jetzt hier total klein sind oder nachher älter, so wie ich zum Beispiel auch, sagt sie es genau das Gleiche. Sie macht sich genauso die Sorgen wie auch früher. Ja, ihr Lieben, na gut, ich räume hier so ein bisschen erstmal mein Chaos weg. Ich hatte mir ja vor ein paar Tagen Hefeteig gekauft, und zwar fertigen Hefeteig. Dieses hier. Und zwar würde ich ganz gerne damit einfach solche Zimtschnecken machen. Ich weiß nicht, ob das nachher schmeckt. Ich habe wieder mal das Ganze gesehen bei Instagram, dass da jemand einfach ganz normal diesen Teig hier mit Zucker und dem Zimt bestreut hat, gerollt hat und einfach diese Schnecken wieder mal geformt hat. Mal gucken, wie das dann so wird. Und vor allem, ich bin sehr, sehr gespannt, ob der Teig überhaupt hochgeht oder nicht. Also schauen wir mal. Schreibt mir gerne, ob ihr das schon mal gemacht habt. Bin sehr, sehr gespannt, ob das Ganze nachher schmecken wird. Also eigentlich kann es ja nicht schmecken, ne? Weil es so ein Hefeteig ist, war schon fertig. Ist aber nicht schlimm, finde ich. Ich möchte nur gerne wissen gleich, ob er hochgeht oder nicht. Ich lasse natürlich ein bisschen gehen, die Zimtschnecken. So, an Zucker ist jetzt erstmal genug. Und jetzt kommt nochmal Zimt drüber. Die Männer machen irgendwie Hausaufgaben zusammen, beziehungsweise Adam erklärt Ash irgendwas. Ich glaube, irgendwas mit Mathe. Reicht wohl, ne, oder? Oder reicht das nicht? Wir waren dieses Jahr noch nicht zum Weihnachtsmarkt, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wart ihr schon da? Schreibt mir mal. Wir hatten überlegt, vielleicht irgendwie mal hinzufahren oder so, aber müssen wir mal schauen. So, ich glaube, das reicht. Oder? Wie war das, immer weniger ist mehr, ne? Ich glaube, das reicht. Also Zimt riecht man ja schon. So, und das werde ich jetzt einfach einrollen. Ich hoffe, dass mir das Ganze hier gelingt. Einfach so als Rolle. Ja, die machen Mathe. Man kann das auch ganz bestimmt ganz toll mit Nutella machen, schätze ich mal. Aber Nutella und Blätterteig war ganz lecker, ne? Das hatte ich schon mal ausprobiert. Zimt bzw. so ein Hefeteig noch nicht. Gucken wir mal. Also ich schneide jetzt einmal solche Schnecken einfach. Guck mal, so sehen die aus. Wahrscheinlich zeige ich euch gar nichts Neues, ne? Ich denke mal, das werdet ihr selber alles irgendwie schon kennen. Total easy. Wenn man mal Besuch hat oder so, geht es ja rukizuki, ne? Also spontan Besuch jetzt zum Beispiel. Wenn man so einen Blätterteig halt oder auch Hefeteig im Kühlschrank hat, kann man ganz, ganz tolle Sachen machen. Jetzt muss ich es aber nur noch gleich mit Ei
verstreichen. Sieht eigentlich aus wie so ein Röschen, ne? So. Die Teilchen sind jetzt drin und ich habe jetzt mal auf 180 Grad für ungefähr 20 Minuten da reingestellt. Schaut mal, sehen sie nicht toll aus? Das riecht schon hier so gut. Mir tut mir mein Schnucki leid jetzt, ne, weil er ja das nicht isst. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Mal gucken, die Kinder oben kriegen dann auch mal was ab jetzt davon. Ich bin voll blau, ne, durch das Licht. Ja, die lernen immer noch, ne, Mathe, also die beiden Männer bei mir. Ja, ich habe jetzt Geschirrspüler ausgeräumt, alles ein bisschen hier gleich Schiff gemacht. Und wenn man das nicht immer irgendwie macht, ne, das Haushaltsthema ist ja rund um die Uhr fast irgendwie. Tagtäglich hat man immer wieder hier Aufgaben. Und ich habe noch überlegt, jetzt mal rauszugehen und Laub mal zu sammeln. Aber ich glaube, bei diesem Wind ist jetzt ein bisschen weniger. Macht nicht so viel Sinn. Meine Tante ist auch von der Fensterbank runtergeflogen. Alles weg. Bis auf die Kette sogar. Die Tanne ist runtergeflogen und die... Ja, Lichterkette liegt noch. Naja, die liegt noch. Die Teilchen sind jetzt fertig. Das ist ein bisschen hier wie aus Rampenband hier. Es riecht aber sehr gut. Die müssen jetzt immer abkühlen. Und die Kinder sind gerade mit Leo, habe ich gerade gesehen, spazieren. Aber das riecht im ganzen Haus. Das ist so lecker, wie das hier riecht, ehrlich. Also gut, gerade Zimt, ne? Ja, also die müssen erstmal abkühlen und dann probieren wir die mal. Guck mal, das ist hier alles, ja. Scheiterhaufen, ne? Und Max fährt jetzt los. Oh ja, hier schon. Tschüss! Fährst du los? Ja. Schaffst du das? Warum nicht? Weiß ich nicht. Ja, klar. 20:05 musst du da sein, ne? Ja. 16, na gut, viel Spaß. Tschüss. Bis später. Ich hoffe nur, dass ich einen Parkplatz bekomme. Ja, ich hoffe auch. Das ist die einzige Sorge. Okay. Tschüss. Ciao. Lieben, die sind so lecker. Und die bringe ich jetzt einmal kurz hoch. Max ist weg. Er sagt, er mag die nicht, aber ich finde, die sind mega. So, also hier werden wir so empfangen. Max ist weg. Chrissy Party. Dieses komische Lachshaut, wo ist die jetzt da? Oh, die stinkt so extrem. Was machst du jetzt hier? Du hast jetzt voll mit Keksen, ne? Dich voll gestopft, ja. Die Plätzchen. Nicht voll gestopft, das waren zwei. Waren nur zwei, na gut. So, jetzt hier wird gelernt. Er beißt dich schon nicht. Er beißt nicht doll. Nein, er schnappt nur so kurz zu und dann war's das, ne? Du bist ja nicht so ein Vampir hier. Ist es dieses? Nee, das ist nur das Lava hier. Das hat er mir heute Morgen in mein Gesicht gelegt. Echt? Solltest du das essen? Weiß ich nicht. Hasenohr, Leo, das war eklig. Aber in der Fiedel ist es lecker. Das ist wirklich nicht so lecker. Dieses Lachs halt. Was machst du da? Ist das so dunkel, ne? Da ist er wieder. Was? Und war alles wieder gut? War alles super. Ich habe sogar einen Parkplatz. Ich weiß, ich habe eigentlich auf dem Gehweg mehr oder weniger geparkt. Oh. Weißt du, da vorne einen Parkplatz. Da ist ja, genau. Immer alles voll. Ja. Man kommt da ja so rechts rauf. Mhm. Und dann ist rechts so freie Fläche einfach hier wieder freigestellt. Ja. Echt? Musst du so lange warten? Halbe Stunde? Es geht ja noch. Wir saßen schon mal eine bis zwei Stunden. Das stimmt, das stimmt. Es ging aber alles flott. Also schneller alles. Ja, okay. Da waren zu viele Leute, aber. Ja, okay. Also Ohr wieder. Immer noch, alles okay. So. Und sehr wieder schön. Sauber. Sehr schön. Na, der macht das ja immer wieder sauber. Immer ja, mit seinen Ästen. 1,5 Jahre wieder. Ist aber unangenehm, ne? Ja. Wenn er rumpiekst. Aber ja, es ist alles voll wieder. Sehr schön. Wir gehen jetzt mal Mittagessen. Ja, guten. Danke. Und schon ist es der nächste Tag. Ihr Lieben, ich hatte gestern gar nicht mehr das Video beendet. Wir hatten auch nichts mehr Großartiges gemacht. Wir haben ein bisschen halt Netflix geguckt. Und heute ist wieder das Wetter so schlecht. Max hat erst zur Schule gefahren und ich muss ihn ja nochmal abholen. Ja, ihr Lieben, also ich würde ganz gerne dieses Video jetzt hier mal beenden. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Hoffe aber auch, dass es euch gut geht. Ja, passt auf euch auf. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann.
Tschüss.